Okay, und da sind wir auch schon wieder bei der. Hallo? Nächsten Folge von Let's Play Skyrim. Und ich habe keine Ahnung, ob ich das so hinbekomme. Aber mir wurde gesagt, ich soll doch nicht so monoton sprechen, also tue ich es nicht. Und für alle von euch, die denken, ich bin von dem Spiel angeödet oder vom Let's Play machen oder sonstiges, nein, ich bin es nicht. Ganz im Gegenteil. Wäre ich davon angeödet, würde ich nicht 10 Folgen pro Glaubst du Tag das? hochladen, gestern 20 Folgen und so weiter und so fort. Und ich würde sicherlich nicht an meinem Geburtstag, nicht, dass er was Besonderes für mich wäre, Let's Playen und schon wieder ein Video aufnehmen. Und zwar direkt nach dem Aufstehen. Nicht dieses hier, das war das vorherige. Ja. Nein, also wie gesagt, ich bin definitiv nicht angeödet, meine lieben Zuschauer. Da müsst ihr ganz und gar keine Angst haben. Ach, Schande, ich bin noch ein Stockwerk zu tief. Und wie gesagt, ich versuche einfach mal nicht so monoton zu sprechen. Ohne Wigner wäre ich jetzt tot. Ja, 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 Wigner ja. mich auch. Ist allerdings relativ schwierig für mich, glaube ich. Ich kann ziemlich gut monoton sprechen. Kann ich fast besser als ständig meine Stimme höher, tiefer, höher, tiefer, höher, tiefer. Was ich übrigens gerade nicht gemacht habe, während ich es gesagt habe. Das war eher dasselbe, bloß betont. Ich habe in der Gegend hier für Ablenkung für euch gesorgt. Ich Okay. glaube nicht, dass jemand von unserer kleinen Kampagne Wind bekommen hat. Noch nicht. Es klingt aber nicht so toll. Na egal. Habt ihr die Initiative gegen die silberne Hand ergriffen? Ich wünschte, ich könnte euch begleiten. Wird nicht mehr lange dauern. Ja, ich habe mich um die gekümmert. Hervorragend. Sieht aus, als hätten sie sich erstmal verzogen. Macht weiter so. Früher oder später erledigen wir sie vollständig. Oh, die Frau ist ja richtig wild. Huhu. Was ist denn das nächste Ziel, ha? Die silberne Hand durchkämmt die Welt nach weiteren Stücken von Wutrat. Eine Gruppe versteckt Okay. sich in Winterfeste. Holt Okay. es zurück, zum Ruhm von uns allen. Okay. Was soll das? Zur Erinnerung für uns alle, Winterfeste ist Ärmel der Welt. Da oben. Wenn wir das jetzt mal markieren, müssen wir dahin. Nein. Nein. Und wir müssen ja, einfach mal da hochreiten. Was eigentlich gar nicht mehr so weit weg ist. Von da aus. Aber egal, wir schauen lieber mal, ob wir noch andere Aufgaben bekommen. Wir haben ja nicht nur die eine hier, wir haben ja noch andere Gefährten, nicht wahr? Schau mal, haben wir hier einen Quest dafür? Ich bin eher blind, also daher nein. Hast du was für mich? Als das Kaiserreich sich dem Altmitteln. Wir Graumähnen Hast du kämpfen schon seit vielen Jahren Arbeit? mit den Nein. Kampfgeborenen. Kein Feind Schau mal, ob ist die der anderen hier unten Mittelmacht Arbeit als haben. ein Zack. Eigen. Okay. Aber es gefällt mir. Das Spiel ist einfach richtig geil. Und die haben viel, viel Abwechslung mit eingebaut. Und sich immer wieder und wieder Neues einfallen lassen. Was ist denn mit der? Bist du besoffen oder so? Wenn der Zirkel für euch bürgt, muss ich seine Einschätzung respektieren. Du Das heißt hast aber eher nicht, dass nichts sie für mir mich. gefällt. Da ist niemand. Also gut. Weiter. Schauen wir mal hierher. Oh nein, eher nicht. Kommt Wilkas. zu mir, wenn ihr Fragen habt. Ja, hast du Arbeit? Seid ihr nicht gerade für Aiela unterwegs? Kommt zu mir, wenn ihr damit fertig seid. Das heißt Bis wohl zum eher nächsten nein. Mal. Na gut. Kann ich das petzen? Ich bin eigentlich keine Petze und so, aber ich finde, es ist nicht so cool, was wir hier machen, Wenn daher. ihr so alt Nein. wie ich werdet, werdet ihr den Geruch des Blutes vermissen. Moment, das interessiert mich jetzt. Was ist, wenn ich mich jetzt Ich vor ihm weiß. in einen Werwolf verwandle? Wo ist es denn? Bestiengestalt 5. Ich bin gespannt. Oh, kann nur einmal am Tag benutzt werden. Na, was sagt der jetzt dazu? Wie läuft die Jagd, Bruder? Interessiert ihn nicht. Okay. Dann halt nicht. wo ging es hier nochmal aus? Da.
Okay, dann machen wir uns doch einfach mal auf den Weg zu irgendeiner anderen Quest. Und ich habe auch schon eine Idee, welche. Uhuhu. Weg da, raus hier. Okay, oh, ein Amboss. Das ist gut. Ich kann mal schauen, vielleicht. Aber nur vielleicht hat sie wieder neue Barren. Die Schmiedin des Dorfes, der Stadt oder von Edoras oder was auch immer. Weißlauf. Okay. Zwar sind alle Drachen furchterregende Gegner, doch verfügen manche über größere Macht als andere. Braune und grüne Drachen sind im Allgemeinen schwächer als ihre weißen und bronzenen Vettern. Okay, wir hatten bisher nur blau, braun, grün. Oder so. Was weiß ich denn. Und wir laden wieder lange, aber das Laden müsste vorbei sein. Nein, doch nicht. Mist. Dann überspringe ich einfach mal das Laden eben. Bis gleich. Nein, oder auch nicht. Na gut. Dann sprinten wir. Kann ich das jetzt auch auf H legen oder so? Nee, schade. Das wäre cool gewesen. Wusch. Nein, da. Da tun wir uns nicht wieder durchdrängen. Unser kleines Haus, was uns aber nichts bringt. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Jo, jo, jo. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr. Ja, zeig mir mal, ob du Barren hast. Ja, gib Ruhe. Ach, ich möchte übrigens auch was verkaufen. Bekleidung. Nämlich diese da. Hä, wo ist er denn? Ja, diese. Gut, die behalten wir. Okay, habe ich auch eine Waffe zum Verkaufen? War da was? Zeig mal. Ne, eher nicht. Okay, hast du... Oh, du hast ja richtig viele Barren. Davon kann ich noch nichts mit anfangen, aber ich kann mit denen da was anfangen. Und, wow, so viele Eisenbahnen. Müssen wir mal schauen. Stahlbahn hat sie nicht zufällig. Ah, wobei, ich glaube, damit und damit konnte ich Stahlbahn herstellen. Muss ich schauen. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen. Als allererstes, ups, sind wir nackt. Möchte ich eigentlich mal herstellen. Aber wir haben nicht genügend. Achso, das Talent fehlt. Na gut, dann ziehen wir es erstmal an. Ich möchte hier nicht nackt rumlaufen. Da! Sehr schön. Sieht doch gar nicht mal so übel aus. Sieht mal aus wie ein Zwerg. schauen wir mal, ob wir hier irgendwas gerade schmieden können. Hatten wir nicht vorhin was gefunden? Nein. Nein. Na gut, dann müssen wir erstmal das Leder gerben. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied. Ich zeig mal wieder ein bisschen Handwerk so zur Abwechslung. Also, so. Ja. Dein Stahl ist legendär. Ja. Ja. Ich will nur eine faire Chance. Das reicht erstmal. Wir müssen mal ganz kurz in mein Haus gehen, die ganzen Barren holen. Ich möchte wieder ein bisschen schmieden. Wie ich gerade schon erwähnt habe. Und meine Schmiedekunst hochtreiben und. Aber ich habe keinen Skillpunkt, richtig? Richtig. Naja, man kann ja nicht alles haben. Vielleicht können wir ja mit Schmiedekunst wieder Level upskillen und so. Schauen wir mal. Truhe. Wo sind denn meine ganzen komischen Dinger da? Damit können wir gerade nichts anfangen. Eisenbarren, da sind sie doch. War's das? Hast du nicht noch Stahlbarren oder Felle oder so? Ja, Felle eher nicht, das sind wir schon vorbei. Aber eventuell Stahlbarren mit S. Ja, nee. Silberbarren, vielleicht können wir damit was anfangen. Damit eher nicht. Schade. Schauen wir mal, wo uns das hinbringt. Hi Lydia. Tschüss Lydia. Was macht die eigentlich in meinem Haus? Ich hab die doch nicht mal geheiratet, ey. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Vorsichtig. Was? Gib Ruhe. Schmiede. Eisen. Ja, Eisenzeug kann ich herstellen. Ein Dolch brauchte nur einen Barren. Moment, vier? Achso, erfordert einen Mann. Ich hab vier, okay. Na dann.
Okay. Konnte ich sonst noch? Oh, Leder. Nur Leder kann ich auch bauen. Oder Pelzzeug. Ein Lederstreifen, zwei Leder. Ich brauche irgendwas, was nur ein Leder braucht. Sehr schön. Na gut. Achso, ja. Okay. Naja, wir haben so ein bisschen unser Schmiedeskill wieder erhöht. Und lasst uns doch mal schauen, ob wir... aus was machen wir nochmal ein Stahlbahn? Korundum, Erz und Eisenerz. Okay, das heißt, das könnten wir. Oder aus irgendwelchen Zeugs da ein... Okay, nur aus Dwemer Zeugs. Dwemer Balken und Platten. Okay, schauen wir noch mal. Fräulein? Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Mir egal, ich will nur kaufen. So, schauen wir mal. Wir haben doch genügend Geld und daher. Da haben wir zwei Erz und da haben wir zwei Erz. Reichen die? Nein, E-Mail-Programm. Ich glaube nicht. Daher kaufen wir da einfach mal alle. Nee. Kaufen wir mal 10. Ja. Da kommen wir auch einfach mal 10. Ach, kaufen wir einfach alle. Okay, dann schmieden wir doch noch ein paar Dolche. Eisen. Dolch. Gut, können wir 10 Dolche schmieden. Ja. Und dann machen wir das doch direkt. So. Gibt uns ein bisschen Level ab und verkaufen können wir auch wieder ein bisschen. Kennt ihr meinen Vater? Auch wenn nicht viel. Er ist, werft einen Blick darauf. So. Ja, tausende Waffen habe ich. Nämlich Dolche. Ja. Und wir haben auch Bekleidung. Haben wir vorhin diese da. Okay. Und damit haben wir sogar nochmal die Redekunst verbessert. Mhm. Und das halbe Level 16 damit erreicht. Okay. Was habe ich jetzt zu tun? Ich wollte... Da unten sollen wir irgendwo ein Quest... Da, nee. Da sollen wir bei Riften ein Quest abgeben. Und es sieht doch eine interessante Stadt aus und da möchte ich hin. Also auf zu Drevas Wacht. Und damit beende ich die Episode und... würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wo wir hoffentlich irgendwann mal ein Level abbekommen und ein bisschen Dwemer-Zeug noch finden und so weiter und so fort. Denn ich bin heiß auf Zwergenzeugs. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Tschüss.